ich konnte mit dem Ganzen nicht entziehen, weil diese Werbung von diesem Duschkopf kam, ja, ich weiß nicht, andauernd. Tausendmal habe ich es, glaube ich, gesehen und dann bei Instagram und Instagram Reels und ja, auf jeden Fall musste ich mir auch diesen wundervollen Duschkopf, diesen Turbo, was auch immer, Duschkopf kaufen. Oh Gott, er ist so übelst billig verarbeitet. Okay, ich werde gleich ein Video machen, ob das wirklich so aussieht, wie es immer in den Videos ist. Aber er ist wirklich, das ist das billigste Plastik ever. Das sind, ich glaube, ich habe auch nur 5 Euro bezahlt. Es ist okay. Na, gucken wir uns das mal an. Ja, ob das wirklich so toll aussieht. Ich verabschiede mich jetzt schon mal, weil, jo, einfach dranbleiben, gucken und dann sehen wir das schon. Kann man hier auch noch was drücken? Das kann man nicht. Bis denn. So, jetzt der kleine Praxistest. Gut, das Ding sieht schon so aus, es dreht sich ein bisschen. Hier kann man halt die Stärke verstellen, jetzt ist er ein bisschen schwächer. Ich hoffe, man kann es sehen. Der Strahl sieht auch so cool aus. Aber was ich direkt gemerkt habe, wenn man diese Taste hier unten benutzt, die Stopptaste, diese dort, dann springt der Deckel direkt durch den Druck ab, der natürlich noch auf der Leitung drauf ist. Also die Stopptaste solltet ihr euch verkneifen, weil dann sprüht das Ding einfach mal überall hin. Ich werde jetzt noch, ich werde auf jeden Fall jetzt noch diesen Deckel hier vernünftig festkleben. Ich denke mal, ich werde mit Superkleber arbeiten, weil das Gewinde, das da drunter ist, ist halt einfach nur das billigste Plastikgewinde ever und das hält überhaupt keinen Druck stand. Ein bisschen selber tunen, scheißegal. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht was. Wenn ihr das für einen günstigen Kurs kriegt, ist es eine witzige Spielerei. Bis denn dann. Ciao.